Ich hoffe, dass alle auf dem Stand sind, was den Gradienten angeht und was die partiellen Ableitungen angeht. Erste Anwendung in der Elektrotechnik ist das elektrische Feld und das elektrische Potenzial. Ich bin immer versucht, Potenzial mit T zu schreiben. So habe ich es gelernt. Ich versuche, Potenzial mit Z zu schreiben, auch wenn es für mich fürchterlich aussieht nach der neuen Rechtschreibung. Wir gucken uns erstmal einen Plattenkondensator an, so der übliche dumme Plattenkondensator. Kondensator, wie das da aussehen würde. Eine dicke Platte, jetzt im Querschnitt gezeichnet. Ich stelle mir natürlich so eine Platte vor, in der Perspektive, aber jetzt im Querschnitt gezeichnet, die Platte. So, noch eine Platte. Man sollte zwei Platten haben, der Plattenkondensator. Und ich sage mal, er sei so geladen, dass er auf der einen Seite minus 500 Volt hat und auf der anderen Seite plus 500 Volt hat. Zu irgendeinem Referenzpotenzial, sagen wir zur Erde. Plus 500 Volt auf der einen Seite, minus 500 Volt auf der anderen Seite. Und was ich jetzt mal einzeichne, sind Äquipotentialflächen. Äquipotentialflächen, das ist ja dasselbe wie Höhenlinien, nur im Raum. Äquipotentialflächen. Da macht das Z hier wirklich Bauchschmerzen. Potentialflächen, naja gut, schauen wir es mit Z. Höhenlinien für das Potenzial sozusagen, aber die Höhenlinien sind natürlich jetzt keine Höhenlinien mehr, sondern Flächen im Raum. Auf der Landkarte haben Sie Höhenlinien oder allgemein Isolinien. Im Raum habe ich Isoflächen, Flächen gleichen Potenzials. Malen Sie mal ein paar ein. 0 Volt, 250 Volt, minus 250 Volt. Wo würden die liegen? Allein schon aus Symmetriegründen würde ich hier die 0 Volt erwarten. Mittendurch, vielleicht mal wirklich etwas sauberer mittendurch, mittendurch durch den Kondensator würde ich erwarten eine Potentialfläche von 0 Volt. Das wäre eine von denen. Ich versuche das mal räumlich zu zeichnen, auch wenn es fürchterlich wird. Also stellen Sie sich diese Platten vor, das ist die linke Platte, das ist die rechte Platte. Und diese 0 Volt Äquipotentialfläche, die läge hier in der Mitte drin. Und sie wird natürlich da nicht enden. Sie wird ins Unendliche weiterlaufen, wie auch immer sie ins Unendliche weiterläuft. Genau mittendrin, zwischen den beiden Platten. Eigentlich dann sogar die komplette Ebene zwischen den beiden Platten. Das wäre 0 Volt, die Äquipotentialfläche zu 0 Volt. Versuchen Sie doch nochmal alle, wie die bei 250 Volt aussieht und die zu minus 250 Volt aussieht. Wie müsste die aussehen? Vor allen Dingen auch vielleicht sogar überlegen, wie kommt die aus dem Kondensator raus? Wie sehen die im Kondensator aus und wie laufen die aus dem Kondensator raus, die Äquipotentialflächen? Für 250 und minus 250 Volt. So, also hier dazwischen, auf der rechten Seite, mittig, zwischen 0 Volt und 500 Volt, hier dazwischen würde ich die 250 Volt erwarten. Und die muss natürlich aus dem Kondensator irgendwie rauslaufen. Ich würde erwarten, dass sie irgendwie so aus dem Kondensator rausläuft. Dass hier der Großteil des Raumes ziemlich nahe bei 0 Volt ist, dass man von dem Kondensator nicht so viel merkt und hier nur dicht an dem Kondensator dieses Potenzial zu spüren ist, dass die also so abbiegt, diese Äquipotentialfläche. Und genauso auf der anderen Seite würde ich sowas hier erwarten, minus 250 Volt. Im Raum sieht das natürlich fürchterlich aus. Stellen Sie sich hier irgendwie eine Flasche vielleicht vor. Eine Flasche, die die ganze Platte hier einschließt. Sowas müsste das dann werden von der Form her. Das sind Äquipotentialflächen. Flächen gleichen Potentials. Potential, Spannung. Auf der Seite hier haben Sie plus 500 Volt, da haben Sie minus 500 Volt. Also diese Platte selbst ist Teil einer 500 Volt Äquipotentialfläche, hier die 250, 0 und so weiter. Das ist das elektrische Potenzial, gemessen in Volt. Und jetzt kommt das elektrische Feld. Sie stellen sich eine Probeladung vor. Das hier soll eine Probeladung sein. Also eine winzige Ladung, so winzig, man muss ja sagen, was heißt eigentlich winzig? So winzig, dass der Rest dieses Systems hier nicht gestört wird. Eine Probeladung. Das elektrische Feld soll sein,
Welche Kraft wirkt auf die Probeladung? Geteilt durch die Probeladung. Wenn Sie diese Probeladung hier doppelt so groß machen, wird die Kraft natürlich doppelt so groß. Wenn Sie die Probeladung hier negativ machen, wird die Kraft negativ und so weiter. Das elektrische Feld soll sein, welche Kraft hier wirkt, geteilt durch die Probeladung. Irgendwie sowas, dass man dann hat, die Kraft ist die Probeladung mal das elektrische Feld, auch mit Vektoren. Oder wenn Sie teilen, die Kraft geteilt durch die Probeladung soll das elektrische Feld sein. So soll das sein. Also eine winzige Ladung da einbringen und dann gucken, welche Kraft wirkt. Malen Sie das mal an verschiedenen Stellen ein, dann kriegen wir das elektrische Feld. Wenn Sie hier an verschiedenen Stellen eine Probeladung reinsetzen, was passiert, wenn Sie Kraft durch Ladung teilen? Was für ein Vektorfeld kriegen Sie? Okay, wir sind uns einig, wenn die Probeladung positiv ist, wird sie von der positiven Seite, von der rechten Seite abgestoßen, von der linken angezogen, sie wird sich so bewegen. Wenn die Probeladung negativ ist, geht sie natürlich nach rechts, aber nachher teile ich durch die Probeladung. Das elektrische Feld zeigt auf jeden Fall nach links. So wird das elektrische Feld aussehen und das ist zwischen den Platten mehr oder minder überall gleich. Ein homogenes Vektorfeld. Überall derselbe Wert, in der Länge, überall dieselbe Richtung. So wird das elektrische Feld aussehen. Wie male ich das mal ein? Ich schreibe das mal daneben. Das ist also das elektrische Feld. Wenn Sie eine negative Probeladung haben und rechnen dann Kraft ist gleich Probeladung mal elektrisches Feld. Wenn Sie eine negative Probeladung haben, steht hier was Negatives, dann gehen Sie in die andere Richtung. In der negativen Probeladung gehen Sie in die Richtung, weil die Ladung negativ ist. Also da ist die Welt in Ordnung. Das elektrische Feld sagt, wohin eine positive Probeladung gezogen wird. Und wenn man sich das hier anguckt, ahnt man schon einen Zusammenhang zwischen Feld und Potenzial. Ich sollte hier nochmal einen Namen hinschreiben. Das elektrische Feld heißt dann eben gerne groß E, ein Vektorfeld. Das Potenzial heißt gerne groß Phi. So. Der Winkel heißt gerne, ein Winkel heißt gerne klein Phi. Das Potenzial heißt gerne groß Phi. Hier ist also groß Phi, die Funktion groß Phi gleich 250 Volt. Hier ist sie 0 Volt, da ist sie minus 250 Volt. Und so liegt das elektrische Feld. Wenn Sie sich das angucken, die Äquipotentialflächen und das elektrische Feld, was würden Sie aus dem Bauch heraus sofort vermuten? Welcher Zusammenhang besteht zwischen den beiden? Nochmal eine kleine Exkursion zum Gradienten. Wenn das eine Höhenlinie ist, sagen wir 300 Meter, und das ist noch eine Höhenlinie, sagen wir 400 Meter, und hier ist noch eine Höhenlinie, sagen wir 200 Meter. Und jetzt gucke ich mir den Gradienten an. Der Gradient zeigt in die steilste Richtung, lokal steilste Richtung. Der zeigt immer senkrecht zu der Höhenlinie. Hier ist er vielleicht so groß, hier ist er ein bisschen kürzer. Ich brauche mehr Strecke, um die nächste Höhenlinie zu erklimmen. Hier ist nicht ganz so steil. Hier ist vielleicht wieder ein bisschen steiler. Hier ist es sehr steil. Hier muss es auch sehr steil sein. Hier ist es nicht ganz so steil. So zeigt der Gradient. Der Gradient sagt, wo es lokal am steilsten rauf geht und wie steil es rauf geht. Hier sind die Höhenlinien dicht, es geht relativ steil rauf. Hier sind die Höhenlinien weit auseinander, es geht relativ flach rauf. Hier sind sie dicht, es geht steil rauf. Das steht immer hübsch senkrecht aufeinander. Der Gradient steht senkrecht auf den Höhenlinien. Und jetzt müssen Sie nur von diesem Bild etwas abstrahieren. Als Höhenlinien nehmen Sie jetzt nicht die Meter, sondern die Volt. 400 Volt, 300 Volt, 200 Volt oder sowas. Und als Gradienten nehmen Sie nicht die Richtung des steilsten Anstiegs, sondern jetzt muss man ein bisschen abstrahieren. Ich das alles auf ein Bild hier. So. Wie hängen elektrisches Feld und Potential zusammen?
Genau, es liegt auch nahe. Hier der Gradient steht senkrecht auf den Höhenlinien. Hier das elektrische Feld steht senkrecht auf den Äquipotentialflächen. Und Sie können sich auch vorstellen, wenn Sie sehr gedrängte Äquipotentialflächen haben, dass das elektrische Feld dann höher ist. Wenn Sie die beiden Platten hier dichter zusammenbringen, dann haben Sie ein höheres elektrisches Feld. Das passt alles gut zusammen. Also würde ich erstmal, das ist noch nicht ganz, Vorsicht, das ist es noch nicht ganz, also würde ich erstmal sowas erwarten, wie dass das elektrische Feld der Gradient vom Potential ist. Leider nicht ganz, leider nicht ganz. Was geht noch schief? Nochmal die Analogie. 250 Volt, stellen Sie sich vor, hier stünde 250 Meter. Auf der rechten Seite 250 Meter, auf der linken Seite minus 250 Meter. Ist das Grüne der Gradient? Nein, sondern, genau, der Antigradient. Hier gibt es ein Minuszeichen und dann haben wir das. Dieses Minuszeichen nicht vergessen. In der Physik hat man an dieser Stelle immer ein Minuszeichen, um vom Potential zum Feld zu kommen, minus der Gradient. Ich möchte in der Physik, dass das Feld vom Berg runter zeigt. Der Gradient zeigt den Berg rauf, aber die Kraft zeigt den Berg runter, hier von plus 250 nach minus 250. Die Kraft zeigt den Berg runter, minus der Gradient. Kommt an vielen Stellen vor, das hier ist die Stelle, die Sie wahrscheinlich am häufigsten dann haben werden, elektrisches Feld, elektrisches Potential. Aus dem Potential bilde ich minus den Gradienten und habe dann das elektrische Feld. Jetzt kann man sich drüber streiten, mache ich über das Grad noch einen Pfeil. Ich glaube, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich da einen Pfeil drüber mache. In Büchern finden Sie das dann auch mit dem Nabla-Symbol, minus Nabla, vielleicht sogar mit einem Vektorpfeil drüber. So könnte man das auch schreiben. Und jetzt rechnen wir wirklich mal sowas aus. Nicht für den Plattenkondensator, sondern für eine einsame Ladung, eine punktförmige Ladung allein im Universum, am Ursprung des Universums. Punktförmige Ladung. Am Ursprung, im Ursprung, am Ursprung, ach wie immer. Da habe ich nämlich Folgendes. Das elektrische Potential an der Stelle x, am Ortsvektor x, ist 1 durch, fürchterliche Formel, 4pi epsilon 0 mal die Ladung durch die Länge von meinem Vektor. Ist jetzt ganz dreist aus der Formelsammlung abgeschrieben, aber wir sehen gleich, dass das durchaus Sinn macht, dass das Potential für eine punktförmige Ladung am Ursprung ist. Epsilon 0, sollte ich gerade nochmal sagen, kann nicht schaden, die elektrische Feldkonstante, die ist irgendwas bei 10 hoch minus 11 Coulomb pro Volt und Meter. Genauerer Wert sieht Wikipedia oder wo auch immer. Damit das Ganze ein bisschen plastischer wird, würde ich auch tatsächlich eine bestimmte Ladung einsetzen. Ich sage mal eine Ladung von einem Mikrocoulomb. Hier setzen Sie mal ein Mikrocoulomb ein. Ein Millionstel Coulomb. Ein Coulomb heißt ja 1 Ampere eine Sekunde lang. Ist eigentlich gar nicht so dramatisch gefühlt. Ein Mikrocoulomb, ein Millionstel Ampere eine Sekunde lang oder ein Ampere eine Millionstel Sekunde lang oder ein Tausendstel Ampere eine Tausendstel Sekunde lang. Wie sieht das Potential dazu aus? Probieren Sie das mal zu skizzieren. Ich habe irgendwo meine Ladung sitzen. Ein Mikrocoulomb, ich habe irgendwo diese Ladung sitzen. In einem Meter Abstand. Wie groß ist das Potential? Ungefähr, nicht mit Taschenrechner, das wären ja fürchterliche Zahlen, schätzen Sie so ein bisschen. In 2 Meter Abstand, in 3 Meter Abstand, wie groß ist das Potential? Wie sehen die Äquipotentialflächen aus? Um dieses Potential herum, analog zu dem Kondensator hier, da kann man sich die Äquipotentialflächen schnell vorstellen. Wie sieht das hier aus? Was sind hier jetzt Flächen gleichen Potentials? Wenn Sie hier in 1 Meter Abstand sind, welche Fläche geht da durch? 2, 3 Meter Abstand. Was ist das Potential und wie sieht diese Fläche insgesamt aus? Ein Bezugspunkt gibt es schon, der Ursprung. Der hier sitzt am Ursprung. Ein Mikrocoulomb am Ursprung. Das hier soll der Ursprung sein.
Und dieses X bezieht sich jetzt eben auf den Ursprung. Ich messe von meiner Ladung aus den Vektor X. An dieser Stelle habe ich das Potential Phi von X. Wie groß ist das bei 1 Meter? Oh, 1 Meter, so wird ein Schuh draus, 2 Meter, 3 Meter. Was kriegen Sie als Potential hier? Und wie sehen die Äquipotentialflächen aus? Nochmal zu diesem Vektor X. Also ich meinte Folgendes. Ich gehe vom Ursprung, die Ladung soll am Ursprung sitzen. Ich gehe vom Ursprung einen Vektor X irgendwo hin und dann kriege ich hier mit raus, was das Potential an dieser Stelle ist, zu der ich hingegangen bin. Oder ich gehe dahin, einen Vektor X zu der Stelle, das sagt mir, was da das Potential ist, wie viel Volt ich da habe. Und Sie sollen jetzt erstmal ganz dreist einen Meter nach rechts gehen und das Potential da bestimmen. Und dann sehen Sie, okay, ich brauche von dem einen Meter hier nur die Länge. Das hier unten wird einfach ein Meter. Die Länge von diesem Vektor hier, na toll, ein Meter. Das Potential, was ich hier habe, an dieser Stelle ist also 1 durch 4 Pi Epsilon 0 mal, die Ladung soll sein, 1 Mikrocoulomb durch die Länge von dem Vektor vom Ursprung bis dahin, der ist 1 Meter lang. Das rechnen Sie mal überschlägig aus, was Sie hier rauskriegen. Wie viel Volt kriegen Sie da raus? Epsilon 0 habe ich ja schon ganz grob angegeben, hier mit 10 hoch minus 11 Coulomb pro Volt und Meter. Epsilon 0 ist ja schon gehörig ungenau, da müssen Sie nicht 4 Pi genau ausrechnen, das lohnt sich gar nicht. Das wird also 4 Pi, na 3 Pi sind 10, 4 Pi ist etwas mehr als 10. In diesem Rahmen würde ich sagen, 4 Pi ist auch ungefähr 10. 10 mal 10 hoch minus 11 Coulomb pro Volt und Meter. Das steht hier unten also 10 hoch minus 10 Coulomb pro Volt und Meter. 10 mal das ungefähr mal. Und das hier ist nicht 1, Vorsicht. 1 Mikrocoulomb durch 1 Meter, das ist 10 hoch minus 6 Coulomb pro Meter. Mikro nicht vergessen, 10 hoch minus 6, 1 Millionstel. Und jetzt kann ich gleich schreiben, jetzt habe ich so schön gerundet, dass ich ordentlich hier einfach nur noch die Potenzen verarzten kann. Vielleicht kürze ich vielleicht sogar erstmal hier. Diese Meter und diese Meter fallen weg. Durch Coulomb mal Coulomb, dieses Coulomb, das Coulomb fällt weg. Es steht dann 1 durch Volt. Es kommen Volt raus, wie es sich gehört. Und zwar 10 hoch minus 10, dadurch muss ich teilen, also 10 hoch plus 10, das ist der Kehrwert von 10 hoch minus 10, ist 10 hoch plus 10, mal 10 hoch minus 6, fasse ich zusammen, 10 hoch 10 minus 6 Volt, sind also 10 hoch 4 Volt, 10 hoch 4 Volt sind 10 mal 10 hoch 3 Volt, sind 10 Kilovolt, das würde ich erwarten. An dieser Stelle ein Potential von roundabout 10 Kilovolt. Wie wird die Äquipotentialfläche liegen? Wenn Sie jetzt alles markieren, was 10 Kilovolt hat im Raum, markieren Sie alle Punkte mit einem Potential von 10 Kilovolt. Was kriegen Sie? Na, es ist also nicht der Einheitskreis, sondern wenn, dann der 1-Meter-Kreis, aber wir leben im Raum, deshalb ist es nicht der Kreis, sondern eine Kugeloberfläche, nicht die Kugel. Kugel hört sich so nach Vollkugel an, die Kugeloberfläche. Die Sphäre, sagt man im Englischen gerne, Sphere. Linkt mir das? Naja, Sie ahnen, was ich malen will hier. Diese Kugeloberfläche, ich hoffe, das wird so etwas klarer, dass ich die Kugeloberfläche meine. Das hier ist eine Äquipotentialfläche. Die Äquipotentialfläche zu 10 Kilovolt ungefähr. Äquipotentialfläche. Alle diese Punkte auf dieser Kugeloberfläche haben ein Potential von 10 Kilovolt. Es kommt ja nur auf den Abstand vom Ursprung an. Deshalb alle auf dieser Kugeloberfläche. Bei 2 Meter, was habe ich da ungefähr für ein Potential? Genau, Sie teilen durch 2 hier, also dann nur noch die Hälfte. Das gibt Ihnen hier eine Äquipotentialfläche zu der Hälfte, 5 Kilovolt. Hier habe ich 5 Kilovolt, die Hälfte davon. Und bei 3 Metern teile ich durch 3 Meter. Ich habe nur noch ein Drittel, also irgendwas
10 Kilovolt durch 3. Hier ist irgendwas bei 3 Kilovolt. Und so geht das nach draußen. Bei 4 Metern habe ich 2,5 Kilovolt und so weiter. Also sozusagen eine perfekte Zwiebel. Innen drin sitzt unsere Ladung und dann Kugeloberfläche um Kugeloberfläche nach außen geht das Potenzial runter. Von den Einheiten ist eine Sache noch interessant. Was wäre, wenn Sie hier nicht ein Mikrocoulomb genommen hätten, sondern sagen, naja, 1 Ampere, 1 Sekunde, 1 Coulomb. Ich nehme hier mal eine punktförmige Ladung von 1 Coulomb in den Ursprung. Welches Potenzial haben Sie in 1 Meter Abstand, wenn Sie 1 Coulomb nehmen in den Ursprung, nicht ein Mikrocoulomb? Wenn Sie 1 Coulomb nehmen, was ist das Potenzial in 1 Meter Abstand? Mal 1 Million. Ja, wenn ich diese Ladung hier mal 1 Million nehme, von einem Mikrocoulomb auf 1 Coulomb, geht das Feld auf das Millionenfache rauf. Ich schreibe das mal als Randnotiz bei 1 Coulomb. Gehe ich also von den 10 Kilovolt auf das Millionenfache, 10 hoch 6 mal 10 Kilovolt. 10 hoch 6 mal Kilo. Sie können das ja zerlegen, das ist 10 hoch 3 mal 10 hoch 3 mal 10 Kilovolt. Was passiert hier vorsilbentechnisch? 10 hoch 3 mal Kilo und dann nochmal 10 hoch 3. Ja, 10 hoch 3 mal Kilo gibt Mega, Millionen. Kilo sind 1000, 10 hoch 3 mal 1000 Millionen. Also 10 hoch 3 mal Kilo gibt Mega und dann nochmal mal 10 hoch 3 gibt Giga, Milliarden, 10 Gigavolt. Was sagt Ihnen das über den Alltag? Genau, das sagt Ihnen über den Alltag. Sie werden im Alltag niemals eine nackte Ladung von einem Coulomb erleben, es sei denn, jemand erfindet noch ganz doll was. 10 Gigavolt geht nicht. Da bin ich bitte sehr weit weg, wenn irgendwo 10 Gigavolt stattfinden. Sie werden im Alltag nicht eine nackte Ladung von einem Coulomb sehen. Man kann Ladung von einem Coulomb erzeugen, aber dann liegt direkt daneben die negative Ladung, um das wieder aufzuheben. Die liegt da nicht alleine, diese Ladung von einem Coulomb. Das lernt man daraus. Das wird nicht funktionieren. Ein Mikrocoulomb, naja, das 10 Kilovolt, das kriegen wir vielleicht noch hin, aber ein Coulomb ist ein bisschen gefährlich. Das noch als Randnotiz zu diesen Einheiten. Das sieht man hier dran schon an der elektrischen Feldkonstante. Dass die elektrische Feldkonstante so klein ist, bedeutet, dass wenn Sie hier eine ernsthafte Ladung gemessen in Coulomb haben, Sie ein wahnsinnig hohes Potenzial rauskriegen. Bei normalen Abständen im Meterbereich. So, das war das Potenzial. Und jetzt können wir den Gradienten bilden. Wir kommen jetzt allmählich mal zur Mathematik. Minus der Gradient vom Potenzial ist das elektrische Feld. Jetzt gucken Sie mal nach, ob das mit dem elektrischen Feld dann auch hinkommt. Sie bilden hiervon mal minus den Gradienten. Und dann kriegen Sie das elektrische Feld einer Ladung, punktförmigen Ladung am Ursprung. Ich schreibe das vielleicht nochmal hin. Das elektrische Feld an der Stelle x soll also sein 1 durch 4pi epsilon 0, die Ladung durch die Länge meines Vektors hier. Wie weit bin ich weg vom Ursprung? Jetzt möchte ich das elektrische Feld haben. An der Stelle x ist minus der Gradient vom Potenzial. Und das rechnen Sie jetzt tatsächlich mal aus, formeltechnisch. Was passiert, wenn Sie hier die partiellen Ableitungen bilden? Ich brauche hier einen Vektor, und zwar minus einen Vektor mit den partiellen Ableitungen. Die partielle Ableitung nach x, die partielle Ableitung nach y, die partielle Ableitung nach z. Das muss es werden. Jetzt können Sie natürlich fragen, x, y, z, wo stecken denn x, y, z? Die stecken hier natürlich drin. Dieser Vektor x ist der x, y, z. So stecken die drei da drin. Jetzt müssten Sie in der Lage sein, diese Funktion hier, epsilon 0 ist eine Konstante, q ist eine Konstante, diese Funktion nach x und nach y und nach z abzuleiten, partiell abzuleiten. Okay, ich mache das mal so vor, dass ich hier
die Länge mal ausbuchstabiere, dass ich schreibe, das ist also 1 durch 4 Pi Epsilon 0, die Ladung durch, und hier steht jetzt Pythagoras, die Wurzel aus x² plus y² plus z². Und das hat ja gut geklappt, das abzuleiten. Epsilon 0 eine Konstante, Q eine Konstante, hier steht im Endeffekt einfach nur, ich muss 1 durch die Wurzel der Summe der Quadrate ableiten. Nehmen wir uns den oberen hier. Das Potential partiell ableiten nach x. 1 durch 4 Pi Epsilon 0 ist eine Konstante. Q ist eine Konstante. Jetzt wird es ungemütlich. 1 durch die Wurzel ableiten. 1 durch die Wurzel, das ist, das hätte ich doch noch anders schreiben sollen, sehe ich gerade, um es einfacher zu machen. 1 durch die Wurzel ist ein bisschen unschön abzuleiten. Ich schreibe Folgendes. Q mal x² plus y² plus z² hoch minus 1/2. Das ist ja der Kehrwert der Wurzel. Die Summe der Quadrate und dann der Kehrwert der Wurzel. So ist das viel leichter. Jetzt kommt die Kettenregel. Bla hoch minus 1/2 ableiten. Bla hoch minus 1/2. Das gibt minus 1/2 mal bla hoch minus 3/2. X² plus y² plus z² hoch minus 3/2, soweit die Kettenregel. Äußere Ableitung, erster Teil der Kettenregel. Innen stehen lassen, außen ableiten, minus 1/2 nach vorne, minus 1/2 um 1 verringern, minus 3/2. Mal die innere Ableitung, dieses innen drin partiell nach x ableiten, y und z betrachte ich als konstant, innen drin partiell nach x ableiten ist 2x. So sieht der aus. Ein bisschen kürzen. Diese 2 hier und diese 2 geht weg. Und dieses hier kann man wieder zusammenfassen. Hier steht von der Summe der Quadrate die Wurzel hoch 3 der Kehrwert. 1 durch von der Summe der Quadrate die Wurzel hoch 3. Das steht hier. 1/2 macht die Wurzel, das Minus macht den Kehrwert und hoch 3 hoch 3. Das heißt, hier steht nichts anderes als 1 durch die Länge meines Vektors x hoch 3. Das passt alles gerade zufällig so zusammen. Das macht mir insgesamt für die partielle Ableitung nach x minus 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Q. Ich teile durch den Abstand hoch 3 und ich multipliziere mit x. Wenn ich nach y ableite, steht dann y, wenn ich nach z ableite, steht dann z. Keine Überraschung. Damit kriege ich für das elektrische Feld minus, hebt sich weg, 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Q durch den Abstand hoch 3. In der obersten Komponente steht x, in der mittleren y, in der untersten z. Da steht einfach der Vektor x als Ergebnis. Das kommt als elektrisches Feld raus, haben Sie auch rausgekriegt. Wie hätte ich eigentlich vorher schon erraten können, dass das ein Vielfaches von dem Vektor x ist? Wenn Sie das angucken, hier vorne steht eine Zahl. Das ist skalar, kein Vektor. Hier vorne steht eine Zahl. Es ist ein Vielfaches von dem Vektor x, was als elektrisches Feld rauskommt. Wieso hätte ich das hier eigentlich schon wissen können, dass es ein Vielfaches von Vektor x sein muss? Genau, das ist der Trick. Wenn Sie sich diesen Vektor angucken, der steht ja senkrecht auf der Kugeloberfläche. Der Ortsvektor ist senkrecht zur Kugeloberfläche. Genau das muss das Feld können. Oder tun. Genau das muss das Feld tun. Das Feld muss senkrecht auf allen diesen Kugeloberflächen stehen. Das Feld muss so zeigen. Senkrecht zu den Äquipotentialflächen. Und das ist natürlich dann offensichtlich ein Vielfaches von dem Ortsvektor. Hier, das Feld muss natürlich länger sein, sowas. Und man sieht auch, wie das Feld abfällt, das elektrische Feld abfällt. Beim Potential war das ja so, doppelter Abstand, halbes Potential. Dreifacher Abstand, ein Drittel des Potentials. Was passiert bei dem elektrischen Feld? Wie schnell fällt das elektrische Feld ab? Was passiert, wenn Sie den Abstand verdoppeln, verdreifachen?
Das gucken wir uns nochmal an. Was passiert mit dieser Formel, wenn ich den Abstand verdopple? Ich schreibe mal das nochmal hin. E von x war also 1 durch 4 Pi Epsilon 0. Q mal x durch den Abstand hoch 3. Was passiert, wenn Sie den Vektor verdoppeln? Wo sieht das an? Was passiert, wenn ich jetzt hier 2x einsetze? Ich verdopple meinen Vektor. Ich bin nicht mehr hier, sondern ich bin da. Nicht mehr bei diesem Punkt, sondern ich bin bei diesem Punkt. Ich verdopple meinen Vektor. Da muss ich hier unten verdoppeln und da oben verdoppeln. Der doppelte Vektor, davon die Länge hoch 3. Was passiert? Der verdoppelte Vektor, davon die Länge hoch 3. Was passiert im Nenner? Ja, der hier unten wird verachtfacht. Sie nehmen den doppelten Vektor, davon die Länge, die ist verdoppelt. Der doppelte Vektor hat die doppelte Länge. Wenn Sie die doppelte Länge hoch 3 nehmen, die Länge ist verdoppelt, und jetzt nehmen Sie das Ding hoch 3, dann haben Sie 8 mal die Länge hoch 3. Die Länge hoch 3 wird sich verachtfachen. Das heißt, statt dass ich hier eine 2 reinschreibe, schreibe ich eine 8 draußen hin. Die doppelte Länge hoch 3 wird die achtfache Länge hoch 3. Was passiert also insgesamt? Genau, jetzt kürzen Sie wieder. Oben steht die 2, unten steht eine 8. Es bleibt unten die 4. Das heißt, hier kommt raus, das ist ein Viertel. Ja, was steht hier jetzt? 1 durch 4 Pi Epsilon 0 Q x Vektor x durch x hoch 3. Ein Viertel vom Originalfeld. Wenn Sie zum doppelten Abstand gehen, haben Sie nur noch ein Viertel von dem Feld, egal wo Sie gucken. Und wenn Sie zum dreifachen Abstand gehen, ein Neuntel und so weiter. Das geht also quadratisch. Das ist ein quadratischer Abfall. Quadratischer Abfall. Das Potenzial dieser Punktladung, sollte ich sagen, das Potenzial dieser Punktladung fällt linear. Doppelter Abstand, halbes Potenzial, dreifacher Abstand, ein Drittel Potenzial. Das Feld dazu, das elektrische Feld, fällt quadratisch. Doppelter Abstand, ein Viertel, dreifacher Abstand, ein Neuntel.